Sieh mal an, wer der ist. Strife. Du weißt, wer ich bin. Ja, ich habe deine Schwester getroffen. Sie war viel dicker als du. Aber nicht so hübsch. Was willst du, kleiner Reiter? Malgros, der Schänder. Für dein Komplott mit Lucifer. Deine unzähligen Verbrechen gegen die Schöpfung und auf Befehl des Rats verurteile ich dich hiermit zum Tod. Du kommst zu mir allein, bedrohst mich und glaubst, du spazierst einfach wieder hier raus. Klingt witzig, wenn du es so sagst. Ich zähle jetzt bis drei. Wenn du dann noch hier stehst, werde ich deinen Leichnam auf Arten schänden, die du dir nicht einmal ausmalen kannst. Und die Reste an meine Jungs verfüttern. Sie lieben Pferdefleisch. Eins. Zwei, drei. Tut mir leid. Wir sind in Eile. Oh, und ich bin nicht allein. Moloch steht nicht mehr unter dem Schutz von Luzifers Blutmantel. Er gehört uns. Ausgezeichnet, Reiter. Sein Kriegslager ist zerstört, seine Magie eliminiert. Nun habt ihr eine gute Chance, ihn zu besiegen. Die wir auch nutzen werden. Moloch ist erledigt, ebenso wie die anderen. Ich komme mit. Er ist sicherlich schwer bewacht. Und außerdem will ich sein entstelltes Gesicht sehen, wenn er seinen letzten Atemzug tut. Seit unserer ersten Begegnung mit Moloch sehne ich mich nach diesem Moment. Dann sind wir bereit. Wir sehen uns dort. Halte durch, Bruder! Wirst du es je leid, in einer Tour Horden von Dämonen zu erschlagen? Nein. Ja, ich auch nicht. Was ist das? Eins muss man Samael lassen. Er weiß echt, wie er sich in Szene setzt. Meine Herren, nach euch. Reiter, Samael, ihr habt mir die Suche nach euch erspart.
Wenn ihr nicht so lästig wärt, wäre ich fast schon beeindruckt. Moloch, ohne deinen Blutmantel kannst du dich nicht länger hinter Luzifers dunkler Magie verstecken. Sag uns jetzt die Wahrheit über seinen Plan, dann wirst du bluten. Tapfer gesprochen. Ich werde euch vor den Augen meiner Armee das Maul stopfen. Dann werden alle Molochs Überlegenheit anerkennen. Das ist euer Kampf, Reiter. Ich genieße einfach das Spektakel. Auf diesen Moment habe ich gewartet. Es wird keine Gnade geben. Kommt, Reiter. Zugermetzle ich euch nieder. Ihr mögt niedere Dämonen besiegt haben, doch ich bin ein anderes Kaliber. Eure Niederlage ist unvermeidbar. Ich bin unbesiegbar. Thank you.
den ganzen Tag lang. Machen wir weiter? Darauf falle ich nicht nochmal an. Das gibt eine Nacht. Darauf falle ich nicht nochmal an. Reiter, schlagt ihm den elenden Kopf ab! Ihr habt ihn geradewegs in die Hände gespielt, Reiter. Ich bin Dämonen und ihre Drohungen leid. Drohungen sind nicht länger nötig. Luzifers Plan ist vollbracht. Vollbracht? Wie? Ihr solltet aufpassen, mit wem ihr verkehrt. Nicht wahr, Samael? Hast du ihn von dem Anonymous erzählt? Er kann einfach nicht still sein. Ja, wer weiß, was er als nächstes gesagt hätte. Ich glaube, du, Samael. Was ist der Animus? Was verbirgst du? Ich schulde euch wohl die Wahrheit. Doch nicht hier. Schnell durch das Portal. Tut mir leid, brauchtest du das?
Samael, du hast uns die ganze Zeit über angelogen. Unsinn. Ich habe nur unbequeme Wahrheiten ausgelassen. Aber jetzt sage ich euch alles, was ich weiß. Eine kleine Wiedergutmachung in Anbetracht eurer Dienste. Na, fass dich lieber kurz. Nachdem die Nephilim vernichtet waren, kam Lilith zu mir. Lilith, war klar, dass sie ihre Finger im Spiel hat. Sie war krank vor Trauer und ersuchte mich um Hilfe, um sich an Rat zu rächen. An euch Reitern für eure Beihilfe und vor allem an den Menschen, die aus Eden geflohen waren und die in Liliths Augen zu großer Gunst erfuhren. Und du hast nachgegeben. Ich habe sie abgewiesen. Schließlich achte ich das Gleichgewicht. Und ich ziehe es vor, dass der Rat sich nicht mit mir befasst. Eine Lektion, die meine Rivalen mit erfreulicher Endgültigkeit gelernt haben. Alle bis auf einen. Lucifer. Ja. Er erwartete Lilith mit boshaften Plänen, die ihren eigenen in nichts nachstanden. Gemeinsam schufen sie den Animus, um die Menschheit zu verderben. Der Animus ist ein dunkler, verlockender, einflussvoller Tücke und Gier. Um ihn zu schüren, schloss Lucifer einen Pakt mit den Meistern und gab ihnen Macht zu einem hohen Preis. Die Narren gingen darauf ein und glaubten, sie würden unbezwingbar. Mir machte er auch dieses Angebot. Könnt ihr euch das vorstellen? Was war der Preis, Samael? Ihre Seelen. Fällig bei ihrem Tod. Die ganze Zeit über haben wir Lucifer geholfen. Und du wusstest es. Samael, was hast du getan? Meine Hände sind sauber, Reiter. Ihr habt auf Befehl des Rats gehandelt, nicht auf meinen. Ich habe euch nur auf den Weg gebracht. Könnt ihr es mir verdenken, wenn ich dabei den Tod meiner Rivalen einfädele? Das wirst du büßen. Irgendwann vielleicht. Ich habe euch Lucifer versprochen und schicke euch zu ihm, wenn ihr wollt. Doch eines müsst ihr wissen. Moloch sagte die Wahrheit. Vielleicht das erste Mal in seinem elenden Leben. Lucifers Werk ist vollbracht. Er hat die neue Heimat der Menschen gefunden. Die Erde. Mit dem Animus hat er sie verdorben. Sie haben sich verändert. Schick uns zur Erde. Auf Wiedersehen, Reiter. Es war mir ein Vergnügen. Was nun? Der Rat entscheidet über das Schicksal der Menschheit. Nicht wir. Wir haben Lucifer dabei geholfen. Beeindruckend, nicht wahr? Wenn man vom Teufel spricht. Das frühere Leben dieser Kreaturen war bedeutungslos. Sie flüsterten dem Feuer Geschichten zu. Suchten in den Sternen nach Antworten auf ihr elendes Dasein. Ich bin die Antwort. Seht, wie rasch sie sich anpassen. Nun, da ihre Augen offen sind. Sie empfinden alles, was ihr Schöpfer ihnen verwehrte. Angst,
Hass. Lust. Vielleicht erschaffen sie nun ein mächtiges drittes Königreich. Wie weit hat es sich ausgebreitet? Bis jetzt. Wer weiß? Werdet ihr uns alle töten, um sicher zu gehen? Lauf, Junge. So weit weg vom Dorf, wie du kannst.
Ihr habt euch als würdige Soldaten des Rats erwiesen. Mögen euer Wille und euer Dienst auf ewig unbeirrt bleiben. Dank euch überlebt die Menschheit, wenn auch für immer durch Luzifer verändert. Die streitbaren Menschen auszumerzen, war zweifellos ein harter, doch notwendiger Schritt. Einer, der das Dritte Königreich prägen könnte. Wir werden sehen. Die noch übrigen Menschen müssen unbedingt beobachtet werden. Beschützt. Darum hört zu! Das Schmieden dieser sieben Siegel beschließt einen großen Pakt im Namen des Gleichgewichts. Wer ihn bricht, erfährt den Zorn der Reiter. Mögen die Siegel unseren Willen kundtun. Drei von den Kindern des Himmels, drei vom Volk darunter und ein letztes Siegel aus unserer Weisheit. Der Rat hat gesprochen. We'll be right back.